Herzlich willkommen, meine lieben Sportsfreunde, zur sechsten Folge der Formel 1 Korbsaison hier in Monaco mit dem Mike. Ja, und wir befinden uns hier auf einer der schwierigsten Rennstrecken, hat gerade unser Kommentator durchgeschmissen. Aber auch eine der schönsten, muss man dazu sagen. Yes. Und wie immer geht's direkt rein ins Qualifying. Ja, Leute, wir müssen uns einmal kurz entschuldigen, beziehungsweise, naja, eigentlich kann ich ja nichts dafür, aber ich war leider ill am Sunday, deswegen konnten wir nicht zocken. Wir hatten es versucht. Ich war jetzt auch nicht hundertprozentig fit, muss man sagen. Also, aber bei dir ging es ja schon wieder einigermaßen. Nice, Mike. Müssen wir mal schauen, dass wir direkt mal eine gute Runde rausholen. Zumindest keinen Unfall bauen. Top 10 wäre ja schon mal gar nicht schlecht zu starten. Also ich muss sagen, in Monaco ist die Startposition mit am entscheidendsten. Ja. Weil der Start ist einfach so schwer. Ja, also ich habe mich in der ersten Kurve verbremst, deswegen bin ich auf 18. Oh. Also nicht auf der ersten, sondern hinter. Genau. 4 beim Casino oder 6. Im Hintergrund von mir hört ihr leider wieder meine PlayStation. Schade. Ah, das musst du glaube ich gar nicht mehr ansagen. Das sind die Leute schon gewohnt, das registrieren die gar nicht mehr, dass die an ist. Ja, vielleicht gibt es ja auch neue Zuschauer. Da hast du natürlich auch recht. So, Hamilton führt das Ganze an, ist denke ich mal keine Überraschung. Ich bin auf Platz 7, habe ich mich vorgearbeitet. Ganz stark. Ich bin auf 6. Nein. Oh, da war ich zu weit außen. DRS nochmal anschalten. Ja, ich bleibe auf 9. 10. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube, ich bin 6. War in Ordnung, das Blitz Qualifying, muss man sagen. Ja, ich habe mich auch hochgearbeitet. Ja, von 18 nochmal auf, what the fuck, auf 10. Kannst du mal schauen, ob du vielleicht auf Hard starten kannst? Das wäre durchaus ein Vorteil. Ich bin 10. Okay. Es ist Renntag hier in Monaco. Die Strecke fordert Können und Konzentration von den Fahrern. Die Straßen von Oh, jetzt ist der Text weg. Ja, man sieht ja den schönen Yachthafen. Ich glaube, wenn man da eine Yacht hat, hat man es geschafft im Leben. Ja, kann man so mal schauen. Ne, ich kann nicht auf Hard. Ich habe immer noch nur Mike auf 10. Musst du einfach schauen, dass du vorsichtig fährst. Ach. Obwohl ich auf 6 habe, jetzt auch nicht so den besseren Platz, aber passt schon. Ich quetsche mich hier Kriegen schon, wir schon durch. Jo. Und wenn nicht, dann müssen wir halt in den anderen Rennen aufholen, ne? Ja. Aber man muss jetzt 20 Runden, darf man keinen Fehler machen. Das ist echt. Okay, ich hatte schon mal keinen guten Start. Grosjean ist jetzt schon mal vor mir. Oder. Rosberg und Hamilton. Rosberg und Hamilton sind raus. Also nein, sie sind waren da hinten in der Auslaufzone. Geil. Und Ricciardo fährt richtig langsam. Es kann sein, dass er vielleicht kein Frontflügel mehr hat. Der fährt ultra langsam, obwohl ich jetzt auch ein bisschen rausgekommen bin. Also, ich hatte direkt schon mal... Okay, mein linker Frontflügel ist orange. Das denke ich mal. Damit kann ich ein bisschen fahren. Muss ich mal schauen. Ja, Grosjean macht eigentlich kaum Druck. Der ist zwar hinter mir, aber... Ich meine, er kann eigentlich nur Start-Ziel-Linie gescheit überholen. Das hat er gerade eben auch nicht gemacht, also... Ich bin jetzt neben Verstappen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse ihn mal da durch, ja. Hab ich auch. Er berührt zweimal die Wand. Ja, mein Frontflügel ist weg. Ich bin so dumm, ey. So, in der Kurve... Ah, da fahre ich immer unsauber. Wenn, dann bleibe ich hinten hängen oder stoß vorne gegen. Hamilton ist übrigens 20. ganz weit hinten. Ich bin jetzt 19. Und jetzt auf Hard mal sehen, ob ich da durchfahren kann. Genau. Kannst auf jeden Fall versuchen. Okay. Aber also es war so, Verstappen hat gebremst und ich kam das so übertrieben früh vor und deswegen, ich habe halt gebremst und stand dann halt quer. Mm. Und dann war erstmal ein halber weg, aber dann habe ich noch die Band berührt. War es unlucky. Aber mal sehen, was die noch reißen können jetzt. Kann man mit denen durchfahren, glaubst du das? Ich kann es mir vorstellen. Ja. Sie werden halt am Ende orange sein, aber da kann man ja immer noch Monaco fahren. Die können einen eh nicht überholen. Ich kann mir halt vorstellen, dass ich vielleicht eine Runde früher oder so reingehe. Ja, auf jeden Fall. Aber bisher geht es noch halbwegs. Ich verliere halt schon ziemlich viel. Ja, also ich verliere extrem viel zu Ricciardo, aber... Hauptsache Grosjean kommt nicht an mir vorbei. Vierter Platz wäre in Monaco, denke ich, ein absolut ausreichender Platz. Ja. Vor allen Dingen schauen, ist natürlich für uns nicht schlecht. Vor allen Dingen vor dem Mercedes. Ja, genau, das ist das Wichtigste. Ich meine, die Teamwertung ist halt schwer zu erreichen, da den Sieg zu holen, aber Hoffnung gibt's immer. Aber ich glaube, Ferrari hat eine gute Chance dieses Jahr.
Ja, ich glaube, sie werden mithalten, aber sie werden nicht mal. Also Hamilton wird Weltmeister. Oha, Perez drängelt sich hier in Grosjean durch. Das da hat man auf jeden Fall die Berührung gesehen. Konnte ich vorher Grosjean noch ausbremsen, der ist dann wahrscheinlich. Hat ein bisschen Tempo verloren und dann. Ja. Ist halt Perez dran. Es kann sein, dass ich gerade Perez weggedreht habe, weil ich ziemlich weit innen gebremst bin, aber. Ich bin so doof. Oh nein! Hast du komplett Schaden? Yes. Ja, bei mir steht ja nur, der hat es aufgegeben. Oh Gott! Alter! Scheiße! Egal! Bist du ohne Fremdeinwirkung reingefahren? Ja, ja. Hast du spät gebremst? Nee, ich. Oh, der erste fährt in die Box. Das war Grosjean. Ja, das war Grosjean. Quiert jetzt hinter mir. Quiert hat DRS. Ja, da bringt ihm nichts. 14 Sekunden auf Ricciardo. Mal schauen. Dürfte eigentlich mit dem Frontflügel nicht länger laufen. Genau, 2,5 Sekunden ist in Ordnung. Sehr gut. Ich werde jetzt hier natürlich von einigen überholt, aber werde ich dann nächste Runde wieder dementsprechend überholen. Und Grosjean kommt, hoffe ich, mal hinter mir. Ja. Ja. Sehr gut. Position gehalten. Alles. Ist mein neuer Ingenieur. Alles oh no, oh no, oh no. Gerade noch so. Oh, alles gut? Kein Schaden, kein Schaden, kein Schaden. Meri fährt rein. Ja, dann gehst du jetzt auf 5 vor. Der ist, oh, große Chance natürlich. Er fährt einfach nicht vorbei. Er war Ghost. Da wurde er zum Glück Ghost. Wäre auf jeden Fall total Schaden, glaube ich, gewesen. Yes. So. Ja, wenn Maldonado reinfährt, dann bin ich ja wieder Vierter. Also wenn der noch reinfährt, ich weiß es natürlich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, der fährt halt hart, ne? Kann da sein, dass er mit hart gestartet ist. Genau, Leute, und das Video zu den neuen Autos wird auf jeden Fall auch bald kommen. Ich habe da jetzt auf jeden Fall genug Quellen zusammengesucht und das wird ein ganz freshes Kurzvideo. Und genau, der Sportrückblick vom Februar wird auch noch kommen. Habe ich auch nicht vergessen, aber da jetzt im Februar nicht allzu viel passiert ist gerade für die deutschen Sportler, werde ich das wenn dann ein bisschen auf Bundesliga reduzieren und ja, könnt ihr auf jeden Fall aber trotzdem schon gespannt sein. Und in der Konstrukteurswertung kommen wir auch ran. Also um 12 ja. Punkte. Aber das sind immerhin 12 Punkte, ne? Hätte ich nicht so eine Kacke gemacht, ne? Check nochmal ab, was bei den anderen so geht. Hamilton hängt weiter hinter Nasr fest. Sehr gut. Ja, und hier ist eine schöne Gruppe, angeführt von Miri. Dahinter Perez, Rosberg, Eriksson und Kwiat. Letzte Runde. Schon, oh lol. Letzten drei Runden gehen doch nochmal recht schnell rum. Sebastian. Ja, du feierst mich jetzt, wäre ich Erster geworden. Ja, bist du drauf. Hä, Bottas steht. Spaß. Ricciardo auch. Alle in der Wand. Alle kaputt. Ich guck jetzt noch zum Abschluss. Eine Runde Bottas so zu. Herzlichen Glückwunsch, Valtteri Bottas. Hat er super gemacht. Klasse Rennen. Und Felipe Massa auf 2. Ganz verdient natürlich. Letzte Gerade. Oh. Olle. Vierter Platz. Vierter Platz ist sehr gut. Alter, ich liebe diese Animation bei Monaco. Valtteri Bottas streckt den Pokal in die Luft. Ist einfach die einzige Animation, die anders ist als die andere. Genau. Also gibt's gar kein Podium. Nee, wir fallen einfach auf der Street. So. Button und Maldonado holen Punkte. Safe. Alonso holt auch Punkte. Ja, also klar. Ein gutes Rennen für McLaren und Lotus. Alle Fahrer holen Punkte. Und Williams hat natürlich jetzt auch nett Punkte gesammelt für die Konstrukteursmeisterschaft. Auf jeden Fall. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen mit der 6. Folge. Und ja, ihr seht gleich noch, wie es in der Gesamtwertung stand und steht, besser gesagt, und in der Konstrukteurswertung. Und dann sind wir beim nächsten Mal in Kanada, glaube ich. Richtig. Wenn mich nicht alles irren sollte. Und dann hoffe ich, dass wir da gut abschneiden.
Und Lukas hat das Schlusswort. Jo Leute, natürlich hoffe ich auch, es hat euch gefallen. Und dann sage ich ciao. Instagram und Twitter. Und ich erwische einen soliden Start. Obwohl der Williams schon ziemlich nah ranzieht, der Bottas. Der ist jetzt schon neben mir. Bitte schießt er jetzt nicht rein. Nein, nein. Bin ich nicht.